Computer werden von Jahr zu Jahr leistungsfähiger und bereits jetzt scheinen sie uns verstehen zu können. Hallo, was kann ich heute für dich tun? Wo finde ich in der Nähe ein chinesisches Restaurant? Ich habe Folgendes gefunden, was dir gefallen könnte. Doch ist es wirklich so, dass Computer uns verstehen können? Der Philosoph John Searle denkt, dass dies grundsätzlich unmöglich ist. Denn Computerprogramme arbeiten nach vorgegebenen Regeln. Regeln zu folgen reicht aber nicht aus für das Verstehen von Bedeutung. Searle verdeutlicht dies wie folgt. Searle kann kein Chinesisch. Auch wenn er die Zeichen der Form nach unterscheiden kann, so sind sie für ihn nur Gekrakel. Setzen wir Searle nun in ein Zimmer mit einem dicken Buch mit sämtlichen Regeln des Chinesischen. Von einer Seite werden unter der Tür ab und zu Zettel durchgeschoben. Auf diesen befinden sich chinesische Schriftzeichen. Searle schlägt die Zeichen im Regelwerk auf seinem Schreibtisch nach, wo sie mit anderen Zeichen verknüpft werden. Diese kopiert Searle auf einen weiteren Zettel. Und diesen schiebt er unter der Tür nach draußen. Von außen wirkt es so, als würde die Person im Inneren des Zimmers tatsächlich Chinesisch sprechen. Denn alle Antworten auf die chinesischen Fragen sind korrekt. Aber stimmt dies? Versteht Searle nun Chinesisch? Keineswegs. Er manipuliert lediglich Symbole nach vorgegebenen Regeln. Die Symbole selbst bleiben für Searle weiterhin Gekrakel. Searle arbeitet im chinesischen Zimmer wie der Prozessor eines Computers, der die Symbole nach einem vorgegebenen Programm manipuliert. Wenn aber Searle durch reines Regelbefolgen nicht versteht, was er da gefragt wird und antwortet, dann versteht auch mein Smartphone nichts. Dabei ist es gleichgültig, ob Computer immer leistungsfähiger werden. Denn Syntax, die Struktur einer Sprache, ist eben nie hinreichend für Semantik, die Bedeutung der Sprache, so Searle. Computer können uns also niemals wirklich verstehen. Sorry! Ich bin schockiert. Searles Argument lässt noch eine weitere Schlussfolgerung zu. Ich höre. Computer können zwar nicht die Bedeutung von dem verstehen, was wir ihnen sagen, aber wir können es. Also sind wir keine Computer. Das chinesische Zimmer legt also nahe, dass eine zentrale Idee der Kognitionswissenschaft verfehlt das Computermodell des Geistes. Nach dieser Idee analysiert man den menschlichen Geist wie einen Computer. Man will herausfinden, wie das Programm strukturiert ist, das es uns erlaubt, sich zum Kino zu verabreden, sich am Stadtplan zu orientieren, vom gebuchten Urlaub zu träumen oder John Searle eine wütende chinesische E-Mail zu schicken. Wenn Searle aber recht hat, dann kann dieses Modell nie eine Kernkomponente unseres Geistes erfassen: Bedeutung und Verstehen. Wir sind also keine reinen Rechenmaschinen, denn wir verstehen, was man uns sagt. Bei meinem Smartphone hört es sich leider nur so an, als ob. Das habe ich leider nicht verstanden.